So, dann herzlich willkommen zum ESB-Tutorium. Heute einmal ausnahmsweise vorgezogen auf den Mittwoch. Ich letztes Mal gesagt hatte, hat mein Arbeitgeber mich auf eine Fortbildung geschickt und damit es nicht ausfällt, gucken wir mal, wie gut wir heute durchkommen. Für mich gilt ja das Gleiche leider wie jede Woche. Ich kriege auch erst mittwochs das Blatt zu sehen, wenn ihr es zu sehen bekommt. Wir haben heute ein wenig Codierung, Paritätscodes, Hamming-Abstand, kanonische Form. Mal so ein bisschen Umrechnung von KNF, DNF. In Aufgabe 1, ohne da stärker ins Detail zu gehen, an sich habt ihr einen Code vorgegeben. Der hat den Aufbau, dass es verschiedene Datenwörter gibt, die sich eben in diesem Bereich befinden und dann eben hier stehen würden. Und dann gibt es entsprechend Paritätsbits. Es werden einmal Paritäten über die Zeilen gebildet. Und außerdem werden Paritäten über die Spalten gebildet. Dann ist nochmal ganz wichtig, was da noch zusteht, nämlich dass ihr auch Paritäten, dass es noch ein Paritätsbit gibt. Das berechnet sich als Parität der. Jetzt muss ich mal gucken, nicht, dass ich das Falsche habe. Genau, ein weiteres Bit ganz unten rechts. Berechnet sich als Parität der Spaltenparitätsbits. Das heißt, wenn wir dieses Bit hier in der Ecke haben, die Spaltenparitätsbits ist ja von den einzelnen Spalten, und daraus wird dann nochmal eine Parität berechnet. Wie wird normalerweise eine Parität berechnet? In der Regel sind das XOR-Verknüpfungen zwischen den einzelnen Bits. XOR war ja das vom Symbol her Kreis mit einem Plus da drin. Und dann würde eben geguckt, was steht da drin. Also wenn ich hier irgendwie die Bits habe, 1, 0, 1, 1 zum Beispiel, dann würde ich gucken, 1, XOR, 0, XOR, 1, XOR, 1. Und mein Zeilenparitätsbit wäre dann die 1. Warum wäre das die 1? Im Endeffekt, wenn ich mehrere Einsen verxore, kommt eine 1 raus. In dem Moment, wenn ich eine ungerade Anzahl an Einsen habe. Also ich brauche jetzt nicht jedes Einzelne mal aufrechnen, sondern ich muss eigentlich nur gucken, habe ich an der Stelle eine gerade oder eine ungerade Anzahl an Einsen. Ja. Das gleiche gilt dann eben auch für Spalten. Also wenn da jetzt irgendwie was anderes drin stehen würde, wie genau, wenn das ein kleiner Code wäre mit zwei Codewörtern, könnte ein Beispiel eben sein, dass wir das so hätten. Wir hätten Spaltenparitätsbits, das wäre dann in dem Fall 0, 1, 0, 0. Na, auch hier wieder. Ungerade Anzahl Einsen bedeutet, dass der Paritätsbit dann auch eine 1 rauskommt. Und dann habe ich noch das in der Ecke. Da müsste ich dann eben gucken. Das wird dann aus den Spaltenparitätsbits gebildet. In dem Fall wieder ungerade Anzahl Einsen, kommt eine 1 raus. So, das erstmal dazu, wie der Code aufgebaut ist. Ihr habt ja aber eine ganz andere Frage, nämlich, was ist die Minimaldistanz des Codes? Kann mir jemand von euch sagen, wie sich, was das bedeutet mit der Minimaldistanz? Was heißt Minimaldistanz eines Codes bezogen auf die Codewörter?
Na, ich gebe euch sonst mal einen Ansatz. Also im Endeffekt geht es ja darum, die Minimaldistanz bedeutet oder beschreibt eigentlich den minimalen Unterschied zwischen zwei verschiedenen Codewörtern. Und wenn wir die Minimaldistanz zusammen mit den Paritäten betrachten, dann ist für uns die Frage, wie viele Bits ändern sich, wenn ich ein Bit ändere? Also sei es, dass ich bewusst eins ändere in den Datenbits oder sei es, dass ich eine fehlerhafte Übertragung habe. Dann ist nämlich die Frage, wie viele Bits ändern sich mit? Ändert sich dann nur das eine Bit oder ändern sich dann andere noch dazu? Vielleicht mal etwas einfacher, wenn ich jetzt diesen Teil hier unten gar nicht habe. Den mal wegtue. Und ich habe einfach nur eine Paritäten, die über die Zeilen gebildet werden. Ja. Und keine Ahnung, das Ganze ist so ein bisschen kleiner. So, das wäre jetzt mein ganz kleiner Code. Wenn ich jetzt hier, wenn hier jetzt ein Bit flippt, zum Beispiel dieses hier, was ändert sich dann? Genau, dann würden sich mindestens zwei ändern, weil ich dann ja in dem Fall einmal das habe, das Datenbit, was sich ändert, plus das Paritätsbit, was dann dazu gehört. Immer davon ausgehend, dass sich halt nur eins ändert. Und mithilfe dessen könnt ihr eben die Minimaldistanz herausfinden. Das heißt, ihr müsst quasi einmal schauen, wenn ihr diesen etwas komplexeren 2D-Paritätscode habt aus der Hausaufgabe, wo wir ja eben geguckt haben, wie der sich berechnet. Ja, und da würde sich dann ein Datenbit ändern. Was ändert sich dann mindestens oder wie viele ändern sich dann mindestens mit und wie viele haben sich dadurch insgesamt geändert? Und das wäre dann die Minimaldistanz. Minimaldistanz auch bezeichnet mit D, also D wie Dora. Und dann gibt es ja nämlich in Aufgabenteil B die Frage, können 1, 2, 3 Bitfehler erkannt bzw. korrigiert werden? So, und bevor man anfängt, überhaupt zu überlegen, was erkannt und korrigiert werden kann, vielleicht erinnert ihr euch daran, dass es dafür, weil bin ich selber tatsächlich gerade überfragt, hatten wir das letzte Woche schon, ansonsten solltet ihr es in der Vorlesung gehabt haben, wie wir berechnen oder wie ihr berechnen könnt, welche Bitfehler erkannt werden können. Also angenommen, ihr wisst von dem Code, was die Minimaldistanz ist, was ist die Anzahl der Bitfehler, die ich erkennen kann. Ja, habt ihr gerade nicht so präsent, dann helfe ich euch nochmal nach. Erkennen ist D-1, also Minimaldistanz minus 1. Heißt, wenn wir jetzt diesen kleinen Teil haben, den wir hatten, hatten wir ja Minimalabstand 2. 2 minus 1 hieße 1, wir würden noch ein Bit Fehler erkennen können. Ergibt es auch irgendwie Sinn, ne? Wenn ich mir jetzt anschaue, ich habe über die Zeile ein Paritätsbit, dann kann ich immerhin noch erkennen, dass das Paritätsbit nicht zu den Datenbits passt. Weil das Paritätsbit ja vom Sender mitgeschickt wird. Also ich würde ja die ganze Zeile bekommen und eine
Eins ist geflippt und dann merke ich, dass die Parität nicht passt zu dem, was ich in den Datenbits habe. Und daher weiß ich, dass es dann ein Bitfehler war. Das Ganze geht theoretisch natürlich auch mit größeren. Bei unserem Beispiel, genau, das war das, was ich ja hier eben hatte, ein bisschen kleiner gemacht. Hier hatten wir gesagt, dass wenn ich ein Datenbit ändere, sich normalerweise auch mein Paritätsbit mit ändern muss, weswegen ich hier ein D gleich 2 hätte. In dem kleinen Beispiel, ohne das hier unten. Das da unten ist das, was ihr in Hausaufgabe noch habt. Und ja, wer jetzt im Chat ist, der hat natürlich einen Vorteil, der hat ja schon was gesehen. Das könnte vielleicht stimmen, weil da ein bisschen mehr sich mit ändert. Und das heißt natürlich, dass ihr in der Hausaufgabe auch deutlich mehr Bitfehler erkennen könnt. Also das Erkennen hängt erstmal von der Minimaldistanz ab. Wenn ihr was habt, so ein 2D-Paritätscode und ihr habt Paritätsbits aus Zeilen und ihr habt was aus Spalten, dann könnt ihr natürlich auch gucken, na, was ist denn in der Zeile, in welcher Zeile ist irgendwie, stimmt was nicht, in welcher Spalte stimmt was nicht und vielleicht könnt ihr dann den Kreuzungspunkt finden und könnt dann dadurch was rausfinden. So. Und dann gibt es aber irgendwann halt auch Fehler, die die sind dann etwas gemeiner. Also überlegt euch zum Beispiel, wenn ihr 2-Bit-Fehler habt oder 3-Bit-Fehler, ja, wobei, nee, fürs Erkennen ist das noch nicht so relevant. Komme ich gleich wieder drauf beim Korrigieren. So, korrigieren. Korrigieren ist noch was anderes als erkennen. Ich sagte ja eben, wenn ich hier eine ganze Reihe habe, eine Zeile und ich mache darüber einen Paritätsbit, dann würde ich feststellen, in dieser Zeile stimmt was nicht. Aber nur weil ich in der Zeile nicht sehe, was da stimmt, kann ich ja irgendwie, also ich weiß ja nicht, welches der Bits falsch ist. Also wenn ich nur 101 übertragen bekomme. Oder beziehungsweise in dem Fall 111 wäre das dann ja. Wenn ich 111 übertragen bekommen würde, wäre ein Fehler im zweiten Bit. Aber woher soll ich wissen, welches falsch ist? Theoretisch könnte jedes falsch sein. Das erste Datenbit, das zweite Datenbit oder das Paritätsbit. Und da kommen wir nämlich dann dazu, dass das Korrigieren von Bitfehlern deutlich schwieriger ist. Da gibt es auch eine Formel für, die ein bisschen unterstützt, wie viele Bitfehler überhaupt korrigiert werden können. Und die ist fast so ähnlich. Das ist d minus 1 halbe. Okay, würde in unserem Beispiel heißen, was haben wir gesagt? D minus 1 wäre 2 minus 1 wäre 1 wäre 1 halb. So, halbe Bitfehler gibt es nicht. Das heißt, wenn man auf irgendeine krumme Summe kommt beim Berechnen, dann wird immer auf das nächste gerade untere Bit abgerechnet, abgerundet. Heißt für uns in dem ganz einfachen Beispiel, also in dem hier kann ich leider Bitfehler zwar erkennen, einen Bitfehler, aber nicht korrigieren, weil ich einfach keine Chance habe, da rauszufinden, wo das ist. Da hatte ich ja eben schon angedeutet, wenn ich dann einen komplexeren Code habe, sowas wie diesen 2D-Paritätscode mit Zeilen- und Spaltenbits, dann habe ich noch eine Chance, vielleicht die Zeilen und Spalten rauszufinden bei einem Einbitfehler. Aber tatsächlich gibt es auch mehrere größere Fehler, also nicht nur Einbitfehler, die ihr erkennen und korrigieren könnt bei dem 2D-Paritätscode, sondern ein bisschen mehr. Und da müsst ihr mal überlegen, wo können die jeweils liegen? Ne? Also können in der gleichen Zeile liegen, können in der gleichen Spalte liegen. Die können in unterschiedlichen Zeilen und Spalten liegen. Was bedeutet das jeweils, wenn ich dann zum Beispiel 2-Bit-Fehler habe? Welche Chancen habe ich da überhaupt was zu erkennen? Und dann eben auch zu korrigieren. Also erkennen heißt erstmal nur,
Aufgrund der Paritäten weiß ich, da stimmt was nicht. Aber ich weiß nicht, wo es nicht stimmt. Ist immerhin schon mal die halbe Miete, weil dann weiß ich, ich brauche mich auf die Daten nicht verlassen. Ich kann die Daten im Endeffekt wegwerfen. Außer ich kann sie noch korrigieren. Aber korrigieren sehen wir eben, ist bei deutlich weniger Bitfehlern nur möglich. Das ist im Endeffekt der Teil zu Aufgabe 7.1. Genau, wie viele 4-Bit-Fehler können nicht erkannt werden? Da müsstet ihr halt eben überlegen, einmal ausrechnen, wie viele 4-Bit-Fehler können überhaupt eigentlich existieren. Also im Sinne von, wo können die liegen? An welchen Stellen? Wie viele sind das? Also würdet ihr anfangen, zum Beispiel zu sagen, hier ist irgendwie der erste von meinen 4-Bit-Fehlern. Und dann könnt ihr überlegen, wo liegen die weiteren, welche Positionen gibt es, wie viele verschiedene Möglichkeiten gibt es, 4-Bit-Fehler in dem 2D-Paritätscode unterzubringen. Das ist 7.1c. So. Genau, das Thema Codierung geht dann ja auch nochmal in Aufgabe 7.2 mit rein. Und zwar werden Nachrichten übertragen, verschiedene Bits und dafür auch Kontrollbits. Wir machen das mal wieder ein wenig abgespeckter, ein bisschen verkürzter. Wir nehmen einfach mal zwei Datenbits, D1, D2. Und ein Paritätsbit P1 oder Prüfbit. Naja. In dem Fall ist das ja nicht die normale Parität, aber in dem Fall ist das dann halt ein Kontrollbit, auch mit P1 bezeichnet. So, das heißt, jedes Codewort, was ich habe, besteht aus 3 Bits. Das heißt, ich kann das eigentlich auch durchnummerieren: C1, C2, C3. Wie gesagt, für die Verkleinerung der Hausaufgabe. In der Hausaufgabe habt ihr längere Codewörter aus mehr Kontrollbits und mehr Datenbits. Und als Berechnungsvorschrift würde ich dann geben, dass das Prüfbit aus oder das Kontrollbit aus D1 XOR D2 berechnet wird. So, wenn wir dann das nehmen wollen und es heißt, wir sollen eine Liste aller möglichen Codewörter aufstellen. Irgendwie in der Tabelle. Habt ihr eine Idee, wie man das machen würde? Wie kommen wir jetzt mit den Informationen, die wir hier haben, auf eine Liste aller möglichen Codewörter? Richtig. Alle Datenbits iterieren und das Prüfbit berechnen. Das Prüfbit wissen wir ja nicht, aber wir können die Datenbits iterieren. Und fast immer, wenn es irgendwo in diesem technischen Kontext heißt, ne, man muss irgendwie alle Werte einmal durchgehen, das werden wir auch in den nächsten Wochen mit den KV-Diagrammen haben und ähnlichen Sachen, wo wir dann Funktionstabellen aufstellen. Da fangen wir an und iterieren einmal die Bits durch. Wir haben 00, 01, 1,0 und 1,1 und würden dann basierend auf den Berechnungsvorschriften, die uns gegeben sind, die Prüfbits berechnen. In dem Fall würde immer dann ja hier eine 1 sein, wenn nur eines der beiden Datenbits eine 1 hat. Damit hätten wir dann schon alle Prüfwörter. Und können
die nächste Frage beantworten, nämlich welchen Hamming-Abstand hat der Code? Wobei Hamming-Abstand im Endeffekt nichts anderes ist als die Minimaldistanz, die wir brauchen. So, jetzt hatten wir eben schon den Punkt, Minimaldistanz war der minimale Abstand zwischen zwei Codewörtern. Und wir können uns das angucken. Was haben wir denn hier als minimalen Abstand zwischen zwei Codewörtern? Wer kann mir das sagen? Wie viele Bits ändern sich von einem zum nächsten Codewort? Genau, hier sind es wieder zwei. Also vom ersten zum zweiten ändern sich zweite und dritte Bit. Zweiten zum dritten ändern sich erstes und zweites Bit. Und vom dritten zum vierten ändern sich zweites und drittes Bit. So, jetzt könnte es natürlich auch sein, dass wir das nicht so eindeutig haben. Also hier ist es immer ganz schön, 2, 2, 2, alles top, aber es könnte ja auch sein, dass wir irgendwie Abstände haben, 2, 3, 4. Was würden dann zählen? Weiß das zufälligerweise jemand? Die Frage mit den zyklischen Veränderungen verstehe ich jetzt gerade nicht. Also für den Abstand braucht ihr wirklich nur prüfen, was ist der Abstand von einem Codewort zum nächsten. Ach so, zyklisch, ne? Braucht nicht, nein, ihr braucht da nicht gucken, was vom letzten Codewort als erste Codewort gilt. So, aber ich würde gerne nochmal einmal den Fall durchgehen. Ich weiß nicht, ob wir ihn in der Hausaufgabe haben, aber es ist grundsätzlich wichtig, den einmal zu wissen. 2, 3, 4. Was wäre, wenn ich denn das rauskriege als Minimaldistanz? Wer traut sich? Welche Minimaldistanz wäre das, wenn ich das rausbekommen hätte für die einzelnen Übergänge zwischen zwei verschiedenen Codewörtern? Okay, ihr seid vorsichtig. Ihr wollt keine Fehler machen. Das finde ich gut, aber gut. Also, es heißt ja Minimaldistanz. Also, es geht dann eben auch darum, was ist das Minimum? Und in dem Fall können das halt auch unterschiedliche große Abstände sein zwischen zwei Codewörtern. Und dann würde es halt darauf zurückfallen, was ist halt das, was ist der kleinste Abstand? Dass es dann auch größere gibt. Ja, gut. Nach einer Maximaldistanz wird nicht gefragt. So, wenn wir jetzt hier aber wissen, dass dann unsere Minimaldistanz den Wert 2 hat, dann gilt das Ganze, was wir eben schon hatten. Wir können, wie viele Fehler können mit dem Code erkannt bzw. korrigiert werden? Hier gilt das Ganze wieder wie eben. Erkennen ist d-1 gleich ein Bit Fehler. Und korrigieren wäre d minus 1 halbe.
und führt dann im Endeffekt durch die 1/2, also weniger als ein ganzer Bitfehler, abgerundet auf 0 Bitfehler. Ist in der Hausaufgabe natürlich bei euch dann auch ein bisschen anders, was ihr da rauskriegt. Okay. Soweit so gut. Das ist jetzt relativ ähnlich gewesen zu dem, was wir eben hatten. Was kommt hier jetzt dann als nächstes? Es heißt auf das Codewort C, wir erinnern uns, C ist das Ganze, Datenbits und Paritätsbits, wirkt ein Fehlervektor E, was nichts anderes heißt, als der Empfänger bekommt statt C ein B, also Bit, bestehend aus C XOR E. Eieiei, okay. Das heißt, ich bekomme 3 Bits übertragen. Und für jedes der Bits gilt, dass das folgendermaßen berechnet wird. Also beispielsweise B1 würde sich dann berechnen aus C1 XOR E1. Und dann eben auch das gleiche für B2 und B3. E1, welche Werte das haben kann, ist ein wenig unbekannt. Und theoretisch können das natürlich beliebig viele Fehler sein oder kann der Vektor beliebig aussehen. Aber wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, das hier war unser Ausgangscodewort 0000, dann könnte ich jetzt beispielsweise E1 gleich 0 haben, E2 gleich 1 haben und E3 gleich 0 haben. Und wenn ich diesen Fehlervektor von also E1, E2, E3 auf mein Codewort 000 anwenden würde, dann müsste ich bei jedem gucken. Ich habe Bit Nummer 1, 0 ist, also Bit Nummer 1 wird C1, ist 0, XOR 0, bleibt bei 0. Die 2 ist 0 XOR 1, wird zu einer 1. Und das dritte ist 0 XOR 0, wird auch zu einer 0. So, und damit hätte ich dann durch meinen Fehlervektor hier einen Fehler in die Übertragung eingebaut. So ist das Ganze erstmal gedacht, nur etwas verklausuliert beschrieben, was in Teil C passiert. Also ich habe ein Codewort. Und während der Übertragung wirkt ein Fehlervektor E darauf ein. Und das führt dazu, dass ich nicht mein Originalcodewort bekomme am Ende als Empfänger, sondern ein verfälschtes Codewort, weswegen ich dann nur noch von 3 Bits rede, die ich dann erhalten habe. So. Zusätzlich habt ihr in der Aufgabe auch einen Hinweis, wie man ein Fehlersyndrom berechnen kann. Und zwar, na gut, wir machen das für uns etwas einfacher. Also grundsätzlich gibt es da die entsprechenden Fehlersyndrome S1, S2, S3, glaube ich, auf dem Aufgabenblatt. Und mal gucken. Genau, ihr habt da auf dem Aufgabenblatt S1, S2, S3. Bestehend aus jeweils 3 Bits zur Berechnung des Ganzen. Und wir gucken uns das hier natürlich ein bisschen einfacher an. Und ich gebe deswegen mal relativ willkürlich vor, dass das S1 als B2 XOR B3 hier berechnet wird.
und S2 als B1 XOR B3. So, und dann kann ich mit der Hilfe quasi mir anschauen, was passiert, wenn der Fehler an einem bestimmten Bit auftaucht. Also, nehmen wir mal verschiedene BIs. Und dazu gehöre ich S1, S2. Dann kann ich ja jetzt gucken. Ich habe hier 1, 2, 3 sind die Möglichkeiten, wo bei mir ein Fehler auftaucht. Und S1 besteht aus B2 und B3. Das heißt, ich würde im Normalfall mir die Bereiche hier anschauen und ja, und könnte halt eben gucken, welche Auswirkungen hat der Fehler für mich an die Stelle. Also auf S1 brauche ich Bit 2 und 3. Hier würde das keine Auswirkungen gehabt haben, wenn das erste Bit sich ändert. Da würde also nichts passieren. Wenn ich aber S2 habe. Und da ist ja B1 XOR B3. Da würde dann entsprechend auch dann ein Bit sich ändern in dem Ganzen. Das Ganze kann ich auch mit der zweiten Stelle machen. Da wäre das umgekehrt. Da wäre die Auswirkung nur in S1. Und an der dritten Stelle mit B3, wenn ich in dem dritten Bit einen Fehler habe, das geht in beide Fehlersyndrome rein von der Berechnung und würde ich an beiden Stellen eine Auswirkung haben. So. In Aufgabe Teil, also in C gibt es dann nämlich genau ja die Frage dazu, was passiert, falls oder welche Werte haben eben die SI, wenn ich nur das empfangene Bit fehlerhaft ist, das eben in der Tabelle zu machen. Und dann gibt es da tatsächlich noch die optionale Aufgabe. Vielleicht kann man sich da auch vorüberlegen, welche Werte gibt es denn eigentlich, wenn kein Fehler in der Übertragung aufgetreten ist. Genau, da müsst ihr euch dann ein bisschen die verschiedenen Fälle einmal anschauen und daraus dann gucken. Und da kann ich dann jetzt dann eben nicht so viel noch mehr dann zu weitergeben. Ich habe schon recht viel damit geholfen. Mit E, das Dekodieren der Vektoren. Wichtig ist, achtet darauf bei E, da wird halt auch gesagt, ihr habt gegebenenfalls Übertragungsfehler. Das muss nicht heißen, dass es immer Übertragungsfehler gibt. Aber ihr solltet dann natürlich gucken, ihr habt einen Vektor, ihr habt ja im Endeffekt eine Prüfvorschrift, S1, S2 oder also eine Hausaufgabe S1, S2, S3. Und dann müsst ihr mal schauen, was bekommt ihr da raus. Und
Was passt da, wie passt das zu den Erkenntnissen, die ihr aus C und D geschlossen habt? Was für Ergebnisse ihr kriegt aus den Fehlersyndromen, wenn ihr mit und ohne Fehler das Ganze berechnet, beziehungsweise Fehler an welcher Stelle? Also deswegen auch die Reihenfolge da in dem Fall auch wichtig, dass ihr dann erst euch mit C und D beschäftigt, weil vorher ist D mehr oder weniger ein Ratespiel, hätte ich gesagt. Okay. Genau, ich hoffe, das hilft euch schon mal ein wenig weiter. Gegebenenfalls könnt ihr nochmal gucken. Ich glaube, das ist auf dem Aufgabenblatt nicht ganz so explizit da drin. Vielleicht hilft es euch, da bin ich mir aber gerade nicht sicher, deswegen verrennt euch nicht, wenn es zu lang ist. Vielleicht hilft es euch zu gucken, warum es einen Zusammenhang gibt zwischen beispielsweise S1 gleich B2 XOR B3 und E2 XOR E3. Könnt ihr hinkommen, wenn ihr entsprechend die Informationen umformt, die ihr auf dem Aufgabenblatt habt. Das könnte vielleicht euch so ein bisschen so helfen für das Thema der Tabelle. Falls ihr euch da verrennt, dann aber lieber lassen. Das war mal so eine Zwischenaufgabe, die es früher gab in diesem Bereich. Und damit würde ich, dann nehme ich weitergehen zu den kanonischen Formen. Das wird leider auch noch eine ganze Weile dauern, bis wir da durch sind. Aufgabe 3. Gesprochen wird von der kanonischen KNF, DNF und der Riet-Maller-Form. Was heißt das für uns? Also, wenn wir eine Formel haben, nennen wir sie f von a, b, c, die als Wert jetzt nicht a oder nicht b und nicht c hat. Dann ist die Frage, wie wir daraus ja, jeweils zu DNF oder KNF kommen. Also DNF, vielleicht erstmal, welche, also es gibt ja und oder Verknüpfungen. Wisst ihr, wie die Verknüpfung ist bei DNF? Auf der obersten Ebene zwischen den einzelnen Termen, welche Verknüpfung haben wir da vorliegen? Oder und? Genau, richtig. Oder weil disjunktiv. Wäre so ein bisschen so mit ja, Deutsch oder Latein auch daran geht, der erinnert sich ja vielleicht auch, dass disjunkt irgendwie so ein bisschen was Getrennteres ist, dementsprechend halt auch nicht so stark bindet. Das heißt, für eine DNF gilt erstmal Folgendes. Wir haben irgendwelche Oder-Terme. Ich spare mir jetzt gerade mal hier irgendwelche Beispiele da drin. Die sind auf der obersten Ebene. Ne, wir haben irgendwelche Unterme und die sind auf der obersten Ebene oder verknüpft. Und bei der KNF, der konjunktiven Normalform, Konjunktiv ist so ein bisschen wieder was Verbundenes mehr. Da haben wir halt das Gegenstück. Da haben wir auf der obersten Ebene dann stattdessen und Verknüpfung und in den einzelnen Termen
oder Verknüpfung. Ne, das können jetzt theoretisch auch mehr oder weniger sein. Was macht jetzt der Unterschied aus zwischen der normalen DNF und der kanonischen Form? Also der wichtige Unterschied ist, dass wir an der Stelle in den Termen, also in diesen einzelnen Termen, die wir verknüpfen auf der obersten Ebene, dass wir alle Variablen drin haben. Das heißt, jeder dieser kleinen Terme in Klammern enthält jede Variable aus dem Ausgang, also hier A, B, C. Und das darf auch jeweils nur unverknüpft sein für die DNF, beziehungsweise oder verknüpft für die KNF. Sobald ich hier in der inneren Klammer noch ein oder drin habe, bin ich nicht bei der kanonischen Form. Um dahin zu kommen, muss man ein wenig rechnen und vielleicht auch den einen oder anderen Rechentrick anwenden. Erstmal ein paar allgemeine Regeln, die uns helfen können, oder auch Schreibregeln, die es irgendwie übersichtlicher machen. Wir können A und B haben. Da kann ich das und, weil es halt stark bindet, auch weglassen und kann einfach nur AB schreiben. Wir können A oder A haben. A oder A ist immer wahr, weil eins von den beiden wird immer eintreten. Das hat den Wahrheitswert 1. Ach nee, Quatsch. A oder, ja, A oder A, natürlich nicht. A oder nicht A. Entschuldigung. Also entweder gilt A oder es gilt das Gegenteil von A. So, davon wird immer eins von beiden eintreten. Die Zeile, die ich da gerade schon reingeworfen habe, ist nämlich die nächste. A oder A. Da weiß ich nur der Wahrheitswert. Also ob da jetzt eine 0 oder eine 1 rauskommt, hängt wovon ab? Hängt ab von A. So, und wenn A 0 ist, dann kommt halt aus A oder A 0 raus. Und wenn A 1 ist, dann kommt aus A oder A 1 raus. Ich kann noch sowas haben wie A und nicht A. A und nicht A. Also, es muss gleichzeitig eintreten, das Ereignis A und das Gegenteil von A. Was kommt da wahrscheinlich raus? Da kommt 0 raus, richtig, genau, weil das kann nicht gleichzeitig eintreten. Das ist im Endeffekt das Gegenstück zu oben. Und dann, ich glaube, das brauchen wir auch nochmal zwischendurch. A und 1 hängt auch wieder ab von A. Weil ob dann das und zu 0 oder zu 1 evaluiert am Ende, hängt eben davon ab, was der Wert von A ist. Wenn A 0 ist, dann wird 0 rauskommen. Wenn A 1 ist, dann wird 1 rauskommen. So, wenn wir das alles haben, dann können wir uns anfangen, das Ganze anzugucken. Fangen wir mal mit der DNF an. Also, wir hatten da oben nicht A oder in Klammern nicht B und nicht C. Schauen wir uns das nochmal an. Also auf der obersten Ebene muss ein Oder sein. Das ist erstmal schon mal gut. Das ist erstmal ganz, ganz nett. Das passt zu der Form. Hier in Klammern ist ein Und. Auch das passt dazu. Jetzt haben wir aber das Problem, dass links und rechts von dem Oder in den Termen, da fehlt uns was, ne? Das seht ihr vielleicht auch. Fehlen uns irgendwie die Variablen. Links fehlt uns B und C. Und rechts fehlt irgendwie das A da drin in dem Term. Weil halt es nicht nur um eine DNF geht, sondern um eine kanonische DNF. Und das ist der wichtige Unterschied, dass da dann halt alle mit drin sind. So, ich weiß ja jetzt, dass ich
in den Termen, in den quasi kleineren Termen hier, dann jeweils Unverknüpfung habe. Das heißt, ich werde A mit irgendwas verknüpfen müssen, ohne dass der Wert sich ändert. A mit was verknüpft, würde immer noch den Wert A haben. A und was ist immer noch der Wert A. Genau, A und 1 ist immer noch der Wert A. Okay, jetzt will ich aber gar nicht 1 reinhaben, sondern ich will ja was anderes haben. Was kann ich statt der 1 auch nehmen? Also A und 1, jetzt nehme ich aber nicht 1, sondern jetzt nehme ich was anderes, was immer noch den Wert 1 hat und versuche damit meine ersten Variablen reinzubringen. Fast. B. Genau. Also auf jeden Fall, ich nehme B rein und ich nehme das nicht B rein. Aber ich muss natürlich gucken, die 1 ist B oder nicht B erstmal. So, das heißt, ich würde hier sagen, ich habe A und B oder nicht B. Ne, weil das hier eben den Wert 1 hat, darf ich das machen, darf ich das quasi ergänzen. Ich ändere damit nichts an der Wahrheitsaussage des Ganzen. Das bleibt immer noch. Und mein Oder von oben wäre dann hier. Auf der rechten Seite habe ich nicht B und nicht C. Das ist das, was ich schon drin hatte. Und hier kann ich dann quasi das Gleiche machen. Ich kann ein und 1 addieren. Und statt der 1 nehme ich dann das A und würde dann also A oder nicht A addieren. Also hinzufügen. So. Und dann fängt es an, dass ich dann mir das Ganze hier angucken kann. Jetzt muss ich anfangen, das Ganze so ein bisschen auszumultiplizieren. Wenn ich mir jetzt nur den Teil hier links angucke, A und in Klammern B oder nicht B. Jemand einen Vorschlag, wie ich das ausmultiplizieren würde? Was würde da rauskommen? Genau, also ich hätte A und B. Und dann brauche ich die Verknüpfung aus den Klammern. Das ist oder A, das vor den Klammern und nicht B. Damit hätte ich schon zwei Oder-Terme. Also zwei durch Oder verknüpfte Und-Terme. Und jetzt fehlt mir natürlich noch was. Mir fehlt das C. Gleicher Trick wie eben. Ich kann das mit Und hinzufügen. Und C oder nicht C. Und auf der rechten Seite rechnen wir das auch einmal aus. Wir haben A und B, nicht B und nicht C. Ne, das sind die und der erste. Oder verknüpft. Nicht A, nicht B, nicht C. Ähnlich wie ihr es aus der Schule, aus anderen Teilen der Mathematik noch kennen solltet. Ja, und dann fehlt uns noch quasi hier das Ausmultiplizieren im ersten Teil. Wir haben also A, B, C. Ach so, genau, jetzt haben wir ja quasi vier Terme, ne? Wir haben A, B oder A nicht B.
Und C oder nicht C? Wisst ihr noch, wie das eigentlich heißt in der Mathematik, wenn ich da vier Werte habe und die dann auch so miteinander multipliziere? Gab es einen Begriff für? Vier Werte über Kreuz. Also eine Kreuzmultiplikation. Ist für RSB jetzt nicht so relevant, aber vielleicht läuft es euch ja in Mathe nochmal über den Weg. So, A nicht B, C. Dann haben wir noch A, B nicht C. Kern des Ganzen ist ja, dass ich jeden Term von den vier mit jedem anderen Term einmal multipliziert habe. Und wir haben A nicht B, nicht C. Dazu die von eben, von der rechten Seite. A nicht B, nicht C. Sowie nicht A, nicht B, nicht C. So, und dann guckt bitte mal ganz scharf da drauf und sagt mir, ob wir fertig sind oder ob wir nicht fertig sind. Wem fällt da vielleicht was auf? Genau, wir haben zweimal A, nicht B, nicht C. Das haben wir hier einmal. Und wir haben das hier einmal. Das ist natürlich, ja, das brauchen wir nicht. In dem Fall reicht es dann auch, wenn wir sagen, ne, oh, gucken wir hier nochmal, wie war das? A oder A ist gleich A. Das heißt, ich kann eins davon wegstreichen und brauche das dann eben nicht. Okay. Dann, das ist dann auch schon die DNF. Die KNF. Gleiche Prinzip. Sorge mal kurz für ein bisschen Platz hier. Ihr merkt euch nochmal, ne? KNF heißt, dass wir Oder-Verknüpfung haben auf in den einzelnen Termen und dass wir eine Und-Verknüpfung haben auf der obersten Ebene. Wir nehmen das gleiche wie oben. Und wir haben natürlich das gleiche Problem wie oben, wie eben, dass uns einige Variablen fehlen in den Termen und ja, dieses Oder hier ist doof. Das mögen wir nicht. Wir wollen ja auf der obersten Ebene, wollen wir ein Und haben. Hat einer einen Vorschlag, wie wir vielleicht sehr schnell im ersten Schritt gleich zumindest dazu kommen, dass wir auf der obersten Ebene ein Und haben. Distributivgesetz. Das heißt, was würde da rauskommen, wenn man das jetzt anwendet?
Okay, genau. Nicht A oder nicht B und nicht A oder nicht C. Weil ich ja in dem Fall dadurch dafür sorge, dass statt dem oder auf der Ebene meine Verknüpfung aus der Klammer auf die oberste Ebene gerät. Das heißt, ich habe nicht A oder nicht B. Und nicht A oder nicht C. So, das ist immer schon mal ganz gut. Damit habe ich dafür gesorgt, dass ich auf der Ebene oben, auf der obersten Ebene uns habe und auf den Ebenen darunter nur oders. Ja, also seht, das ist das, was wir eben ja auch gemacht haben, dass wir geguckt haben, passt das Ganze. Und das ist bei dem Umformen in die kanonischen Formen dann eben auch sinnvoll, dass ihr eben dann schaut, okay, was ist das Ziel eigentlich, was muss am Ende wo sein und dann versucht da dran zu arbeiten, dass ihr da hinkommt. Jetzt fehlen uns natürlich noch die entsprechenden Variablen in den Termen. Und hat jemand von euch einen Vorschlag, was ich hier ergänzen kann auf der linken Seite von dem und? Dass ich dann vielleicht, was haben wir? Wir haben hier nicht A oder B, dass ich irgendwie ein C mit reinkriege. Den Vorschlag, was ich hier ergänzen darf, dass ein C immer noch passen würde. Okay, genau, C und nicht C. Warum darf ich das machen? Also, wenn ich hier etwas ergänzen würde, was den Wert 1 hat, so wie eben, dann hätte ich ja das Problem, dass die anderen Oders ja eigentlich egal sind. Dann wäre ja voll egal, was mit A und was mit B ist. Das will ich ja gerade nicht, wenn ich jetzt Oders habe. Das heißt, das, was ich hier ergänze, muss den Wert 0 haben. Und wenn wir uns die Regeln angucken oder die helfenden Regeln, A und nicht A hätte den Wert 0, beziehungsweise dann kann ich C und nicht C ergänzen. Wir erinnern uns so ein bisschen, dass das auch stärker bindet, das C. Das und. Deswegen kann ich das hier auch schon mal weglassen. Und deswegen darf ich das hier ergänzen. Das gleiche gucke ich dann auch auf der rechten Seite. Ich hatte hier bisher A und C drin. Das heißt, ich muss hier rechts nochmal das B hinzufügen. Und das kann ich nach dem gleichen Modus machen. Und dann geht es wieder los, dass ich das Ganze einmal quasi auseinanderziehe, Ganze wieder ausmultiplizieren muss. Und wenn ich mich nicht verrechnet habe, heißt das dann, wir haben nicht A oder nicht B oder C. Das ist der eine Term. Dann wäre der nächste Term unverknüpft, nicht A, also Unverknüpfung zwischen den beiden. Da haben wir nicht A oder nicht B oder nicht C. Aber wir kommen auf der rechten Seite zu nicht A oder B oder nicht C.
Die Reihenfolge macht ja keinen Unterschied und damit man dann einfacher erkennt, ob man vielleicht wie eben Doppelte hat, sortiere ich die gleich einmal dann durch. Und der letzte Term ist dann noch nicht A oder nicht B oder was fehlt da jetzt hier noch? Nicht C, genau. Okay, dann gucken wir uns das Ganze an und wir stellen fest, wir haben wieder was, was doppelt ist. Und man kann natürlich dann einmal schauen. Was das für uns heißt. Wir brauchen A, nicht A und wir brauchen das nicht A, nicht oder nicht B oder nicht C. Und wir brauchen nochmal nicht A oder nicht B oder nicht C. Was würde das für uns heißen dann? Kann das beides gleichzeitig wahr sein? Ja, wenn wir uns das, genau, wenn wir uns das nämlich angucken, also A und A muss gelten. Im Endeffekt heißt das, es ist ja das Gleiche. Also es hängt dann halt nur von dem Wert. Also wenn ich jetzt das hier als A bezeichnen würde, ein Term oder meinetwegen x. X und x muss gelten, hängt ja davon ab, was der Wert von x ist. Wenn x den Wert 0 hat, dann wird beides eine 0 annehmen. Wenn x den Wert 1 hat, wird beides eine 1 annehmen. Das heißt, ich kann theoretisch auch hier wieder einen rausnehmen. Weil dann einfach es reicht, den Term eigentlich einmal drin zu haben. Okay, genau, das KNF. Also wie gesagt, in beiden Fällen, DNF und KNF, versucht einmal zu schauen, was muss auf der obersten Ebene sein. Bei der konjunktiven Normalform eben die uns auf der obersten Ebene, bei der disjunktiven Normalform die oders auf der obersten Ebene und dann eben die entsprechenden Variablen zu ergänzen, die da noch fehlen. Kann sein, dass das dann eben ein paar mehr Schritte sind, aber die Vorgehensweise ist im Prinzip die gleiche. So, jetzt gibt es noch eine dritte Sache. Nämlich die RMF oder auch Riemann-Malla-Form. Wer kann mir denn sagen, welche Verknüpfungen in der Riemann-Malla-Form überhaupt erlaubt sind? Der RMF darf ich ja nicht alles aus der Boolschen Algebra benutzen.
Was darf ich denn benutzen? Genau. Erlaubt sind das XOR oder exklusiv oder die Negation und an der Stelle noch relevant wir dürfen auch ach Quatsch, wieso Negation? Nein, Quatsch, Negation natürlich nicht. Negation, die das und ist erlaubt. Genau, das und die logische 1. Also XOR, AND und die 1. Dann werden wir gleich merken, wo wir das dann brauchen. Und um eine Formel dahin umzuformen, gibt es auch ein paar Rechentipps oder ein paar Rechenregeln, die einem da helfen können. Also, wir können Negationen auflösen. Dafür können wir sagen, wenn wir beispielsweise ein Nicht-A haben, das ist das gleiche wie A XOR 1. Wenn wir uns das angucken, wenn a den Wert 1 hat, dann würde das Ganze ja zu 0 evaluieren. Und wenn a den Wert 0 hat, dann würde 0 XOR 1 zu 1 evaluieren. Deswegen dürfen wir das so auflösen. Das zweite ist die Disjunktion loswerden. Also wenn wir a oder b haben. Dann ist das, ja, A oder B ist dann wahr, wenn entweder A wahr ist oder ist es B wahr, exklusiv, oder A und B sind wahr. Das sind ja die drei Fälle von A oder B, wo wir dann auf den Wert 1 am Ende kommen. Genau, und gegebenenfalls hilft es uns, noch eine Sache auszunutzen. Nämlich, wenn wir beispielsweise DXORD haben, ein Wert exklusiv OR mit sich selber. Kann das überhaupt wahr werden? Nee, geht ja irgendwie nicht, ne? Es kann nicht nur eine der beiden Seiten wahr sein. Das heißt, DXORD würde den Wert 0 haben. Okay, das erstmal dazu. Das heißt, wir müssen eine ganze Menge Sachen loswerden. Dann gibt es eben wie mit den DNF und KNF auch noch den Punkt, was ist denn das Ergebnis? Das ist das Zielergebnis. Und da gilt für die Riemann-Müller-Form, dass wir am Ende eine XOR-Verknüpfung haben zwischen allen möglichen Termen. Was heißt das jetzt für uns? Das heißt, dass die Riemann-Müller-Form am Ende in eine Form kommen muss, die dann aussehen würde, wir haben die Terme 1, logische 1 könnten wir haben, wir haben irgendwie einen a, wir haben b, wir haben c. Wir haben AB, wir haben AC, wir haben BC und ABC. Das sind ja quasi die Grundterme, die es gibt. Und die müssen alle drin sein.
und zwar XOR verknüpft. Das heißt, es reicht uns nicht einfach nur zu sagen, hey, wir lösen mal das auf, was wir hier haben und sind glücklich. Sondern wir müssen gegebenenfalls mal gucken, ob wir noch irgendwas hinzufügen müssen, damit wir darauf auch dann kommen, dass wir ja, dass wir so Dinge wie AB da drin haben, dass wir Dinge wie BC da drin haben. Gut, gucken wir mal, was das bedeutet. So, wer hat jetzt aufgepasst? Was wäre jetzt wahrscheinlich ein sinnvoller erster Schritt von meiner Formel hier oben, was ich als erstes vielleicht machen sollte? Ich starte mit der Formel nicht A oder in Klammern nicht B und nicht C. Ja, ich könnte an die Disjunktion rangehen. Das wäre eine Möglichkeit. Ich glaube, es ist ein bisschen umfangreicher dann. Genau, aber grundsätzlich, also die Disjunktion muss auf jeden Fall weg. Die stört, die darf da nicht drin sein. Das ist richtig. Ich würde tatsächlich meistens eher versuchen anzufangen, die Negationen aufzulösen. Auch wenn das dann vielleicht ein bisschen Schreibarbeit ist, aber man relativ sauber damit voranschreiten kann. Aber auch richtig, die Disjunktion muss auch weg. Gut, wir haben nicht A, das heißt, stattdessen würden wir A XOR 1 nehmen. Oder in Klammern im BXOR 1 und CXOR 1. Damit sind wir nämlich dann alle Negationen schon einmal los und müssen uns um die nicht mehr kümmern. So, und dann hattest du eben schon richtig gesagt, die Disjunktion ist da drin und die muss ihr irgendwie auch noch weg. Wir können quasi ja immer noch sagen, wir haben hier den Teil, nennen wir ihn mal A in Anführungsstrichen und wir haben den Teil B in Anführungsstrichen und das B in Anführungsstrichen wäre halt der ganze Teil hier hinten in Klammern. Das heißt, ich hätte einmal A, XOR, B, XOR, das Ganze unverknüpft. Also das ist A, XOR, B quasi im Großen. Und dann fehlt mir jetzt noch die Unverknüpfung von beiden. Pack das mal hier drüber. Das wäre die Auflösung der Disjunktion.
Und ja, jetzt geht es quasi los, dass man dann anfängt, die Sachen ein wenig aufzulösen, zu schauen, was hat man eigentlich. Also gucken wir von vorne noch einmal durch. AXO1, das bleibt erstmal. XOR, so, dann haben wir BXOR1 und CXOR1. Das heißt, da muss ich wieder einmal kreuzweise drüber gehen. Das heißt, ich habe BC, XOR, B1. XOR 1C, XOR 1,1, komme dann zum nächsten XOR. So, da müssen wir jetzt nochmal gucken. Von den Klammern, die wir hier haben. Achso, das sollte vielleicht auch die große Klammer noch mit rein. Wir haben AXOR1 und dann nochmal hier einen Doppelterm in Klammern. Das heißt, ich muss zuerst den Term hier miteinander ausrechnen und das Ganze dann noch verunten mit dem AXOR1 vorne. Das heißt, mein AXOR1 bleibt noch. Und hier wieder kreuzweise, ich habe BC. XOR B1, XOR 1C, XOR 1,1.
super. Entschuldigung, jetzt habe ich mich zwischendurch gemutet und nicht entmutet. Ich weiß es gar nicht, hatte ich euch die Frage noch gestellt? Habt ihr die noch mitbekommen? Also meine Frage war jetzt eigentlich, wir haben so viel ausgerechnet, aber genau nochmal zu dem Sache, krass, es wirkt wie viel Rechenarbeit, aber geht einfach stückweise durch. Also erst die Negation. Beziehungsweise müsst ihr halt gucken, ob das, was, wie rum ihr machen wollt. Theoretisch kommt ja beides zum gleichen Ergebnis. Ob Negation oder Disjunktion. Macht es einfach Stück für Stück für Stück. Und achtet darauf, das ist ganz wichtig, achtet darauf, die Klammern auch sauber zu setzen für irgendwas Größeres. Wir haben ja hier oben so den Fall, wo ich dann die Klammer weggelassen habe, weil A, X, OR 1, X, OR was anderes, das ist dann alles wieder auf gleicher Ebene. Das wäre das gleiche, wie wenn ich schreibe A plus B plus C und A plus B in Klammern und ob ich dann da noch eine Klammer drum habe oder nicht, das ist dann gehupft wie gesprungen. Genau, und dann stückweise das Ganze umformen. So, wir haben hier jetzt, also in unserem letzten Schritt, wir hatten ja dann die ganzen Einsen weggenommen, wo wir sie nicht brauchen. Aber wir sind hier noch nicht ganz fertig. Wie gesagt, ich hatte ja hier oben einmal das Ganze dx or d gleich 0. 0 heißt im Endeffekt, das darf dann wegfallen. Und wer sieht was, wo was wegfallen darf? Was dürfen wir im Ergebnis da vielleicht noch rausstreichen? Wir haben was mit einer 1, wir haben was mit BC und wir haben was mit C. Genau, ich glaube, habt ihr da soweit auch richtig gesehen. Also, genau, wir dürfen Bs rausstreichen, wenn wir B, X or B gleich 0 haben. Wir haben hier ein B. Wir haben hier ein B. B, X, OR, B ist gleich 0. Rausgestrichen. Wir haben Cs. Wir haben hier ein C. Wir haben hier ein C. Also einzelnes C. C, X, OR, C ist gleich 0. Können wir auch rausstreichen. Dann. Genau, wir haben ein einzelnes A hier vorn, wir haben ein einzelnes A hier hinten. AXOA wird auch rausgestrichen. Jetzt wird spannend. Wir haben Einsen, habt ihr auch richtig erkannt. Wir haben hier eine 1, die ich da noch reingequetscht habe, weil ich die vorhin vergessen habe mit zu übertragen. Hier eine 1 und hier eine 1. Wir haben drei Einsen. Da müssen wir jetzt aufpassen, weil wir dürfen immer nur paarweise was rausstreichen. Das heißt, wenn wir einen Term, eine ungerade Anzahl haben, also dreimal oder fünfmal oder siebenmal, dann bleibt der einmal stehen, weil immer nur zwei zusammen weggestrichen werden. Das heißt, wir können jetzt sagen, ne, wir streichen den weg und wir streichen den weg, aber die letzte Eins bleibt dafür da. So, dann haben wir noch BC. Das haben wir hier zweimal und das darf auch weg. Jetzt haben wir es, glaube ich, so langsam alles. Das heißt, wir wären bei 1 XOR. Haben wir nur noch die hier über AB XOR AC XOR ABC. Und wenn wir das jetzt mit einer Wahrheitstabelle aufschreiben würden, würde hoffentlich das gleiche rauskommen, wie wenn wir die Formel da oben haben. Genau, also ihr seht, wir haben dann das runtergebrochen, dass wir durch die Umformung einmal auf diese ganzen Grundterme gekommen sind, aber die haben wir halt eine unterschiedliche Anzahl. Das heißt, manchmal haben wir einen Grundterm nicht nur einmal, sondern mehrfach.
Dann hebt das sich gegenseitig auf. Das dürfen wir dann noch einmal wieder rausstreichen, sodass am Ende das Ergebnis dann vielleicht auch nicht mehr ganz so schlimm und lang aussieht wie vorher, was wir hatten. Habt ihr das nachvollziehen können, wie wir stückweise durch die Riedmaller-Form gekommen seid? Wie gesagt, leider ein bisschen so ein anderes um die Ecke denken. Okay. Gut. Ansonsten werdet ihr euch da auch, denke ich dann, wenn ihr es einmal selber gerechnet habt, auch noch ein bisschen besser dann auch mit wohlfühlen. Merkt euch auf jeden Fall diese Sachen hier. Negation, wie man die auflöst, die Disjunktion, wenn man die auflöst und dass man dieses DxOD gleich 0 ausnutzen darf. Ist auch so ein klassisches Ding, also sowohl das als auch die KNF- und DNF-Geschichte, die wir eben hatten. Sowas kann ganz gut auch in der Klausur vorkommen und dann ist es immer gut, wenn man weiß, was man denn da eigentlich für Regeln nutzen darf mit, die es einem einfacher machen. Dann würde ich sagen, gucken wir nochmal, schon nach 8. Schauen wir mal, dass wir noch einen kurzen Blick auf die vierte Aufgabe werfen. Wenn ich die richtig verstanden habe, geht es darum zu gucken, ob das, was man hat, das gegebene etwas als Basisfunktion für die genutzt werden, also reicht, um alle Grundfunktionen der Boolschen Algebra abzudecken. In der Hausaufgabe ist es einmal mit NOR gefragt und einmal mit XNOR. Wenn ja, dann genügt es die Grundform Boolsche Algebra, NOT, AND und OR, durch die Funktion zu realisieren. Wie ist das jetzt also gedacht? Ich kann den gleichen Gedanken aufstellen, dass ich sage, hey, das NAND ist doch auch vollständig, um damit alle Grundfunktionen der Boolschen Algebra abzudecken. NAND ist not oder, not oder, not und. Also wenn ich zwei Eingänge miteinander verknüpfe, zwei Variablen miteinander verknüpfe, dann kommt A und B in Klammern negiert dabei raus. Ja, und ich würde jetzt sagen, ich stelle jetzt die These auf, das reicht, um alle Grundfunktionen der Boolschen Algebra zu realisieren. Ja, das muss ich dann aber irgendwie auch beweisen. So, welche hatten wir? Wir hatten das NOT. Wir hatten das AND. Und wir hatten das OR. So, das heißt, okay, da ist gerade nochmal eine Frage zu den RMS. Ich lasse mich einmal noch mal aufs Aufgabenblatt gucken. Was haben wir da? Okay, ihr habt in 3b habt ihr einen XOR gegeben. Genau, also müsst ihr da ja gucken, das entsprechend dann auch einzutragen. Überlegt euch von den Regeln, also ihr könnt natürlich hier gucken mit den Regeln, ob ihr da rückwärts Dinge umformt. Aber was heißt denn eigentlich ein Exklusiv-Oder? Ein Exklusiv-Oder heißt ja, dass entweder das eine wahr ist oder das andere, aber niemals beides zusammen. Das müsst ihr auf jeden Fall dann halt abbilden in dem Ganzen. So, ich weiß nicht, ob es an der Stelle nötig ist. Also
würde sagen, bei der Sache ist es halt, bei dem nicht, was war das bei euch in der Aufgabe? Nicht x2, xor, x1, dass ihr halt dann eben gucken müsst bei der DNF, was ist für eine Oder-Verknüpfung von Untermen, die genau das abdeckt. Und bei der KNF, was gibt es für eine Unverknüpfung von Oder-Termen, die genau das abdeckt. Und das ist natürlich dann, während wir hier die Disjunktion so ein bisschen benutzt haben und das in drei Teile geschnitten haben, ist es ja so, dass ein Teil im Endeffekt wegfällt. Also wenn wir A, X, O, B haben, also wir haben im Endeffekt da ja nur ein A, X, O, B oder X2, nicht X2, X, O, X1, da gibt es nicht dieses Kombinierte. Und dann müsstet ihr eben diese zwei Fälle einmal aufschreiben, die es dann gibt. Und damit dann starten und dann weiter umformen. Also was ist das eine, was dann entsprechend für Wahrheitswert 1 sorgt und was ist das andere, was für Wahrheitswert 1 sorgt? Genau, also ist okay, dass du vollkommen in Ordnung dann das nochmal anzusprechen, weil auch dafür sind wir ja hier. So, ich hoffe, dass das ein bisschen dann nochmal auch weiterhilft. Grundform, genau. Also, wir müssen uns vorstellen, wir haben das zur Verfügung. Wir können beliebig Eingänge nehmen, also theoretisch beliebig Eingänge. Wir kriegen irgendwie, das müsst ihr euch so ein bisschen vielleicht auch auf sonst auf Schaltungsebene auch vielleicht vorstellen, wir kriegen Eingänge A, wir kriegen Eingänge B. Wir können einen davon nutzen, wir können beide davon nutzen. Und die Frage ist, wenn wir irgendwo so ein NAND haben, wie müssen wir das NAND beschalten, die Eingänge von dem NAND, so dass das Ergebnis rauskommt, was wir haben wollen, nämlich im Ergebnis entweder not ein AND oder ein OR. Ja, also was ich sagen will ist, auf Schaltungsebene können wir so Dinge haben wie wir haben ein A und ein B, was irgendwie hier losgeht. Wir haben hier ein oder mehrere Schaltkästen und die können hier angeschlossen werden, die können auch irgendwie anders angeschlossen werden, diverse Art und Weisen. Und am Ende, ja, wie gesagt, das können hier auch mehrere sein, das kann eins sein, das können vier sein, das können drei sein, was auch immer. Und am Ende kommt hier ein Ausgang raus und Ausgang soll dem entsprechen dieser Grundfunktion. Das ist so vielleicht auf Schaltungsebene, was dahinter gedacht ist. So, wenn ich jetzt eine Negation haben will. Eine Negation ist ja im einfachsten Fall ein, ich will ein Nicht-A haben. Wie kann ich das jetzt mit einem NAND-Gatter nutzen? Oder mit einem NAND? Ich muss das NAND benutzen. Ich darf da nicht irgendwie sagen, ja, mach das irgendwie anders, sondern ich muss jetzt mit einem NAND das machen. Sieht jemand, wie ich ein oder mehrere NANDs in der folgenden Form nehme? Ne, im Endeffekt ist das ja, ich habe hier zwei Eingänge und ich habe eine Negation. Wie ich das nutze, wie ich hier irgendwie A's oder B's eintrage und dann am Ende ein Nicht-A rausbekomme. Sieht das jemand von euch? Genau. Im Endeffekt könnte ich A NAND A machen. Das, was ich meinte, ich darf ja auch die gleiche Sache nehmen. Dann habe ich A und A. A und A ist ja immer dann wahr, wenn A, also hängt von A ab, ob es wahr ist oder nicht. Und dann kann ich das eigentlich zusammenziehen und habe unter dem Ganzen eigentlich nur das A und hätte dann nicht A. So einfach kann das zum Beispiel hier mit dem Not sein. Das heißt, für die boolsche Grundfunktion, die Grundfunktion des Nots aus der boolschen Algebra, die kann ich auf jeden Fall schon mal, habe ich gerade gezeigt, mit dem NAND abdecken. So, jetzt wäre die nächste Frage. Jetzt habe ich aber ja auch noch das AND zum Beispiel.
A und B. Wie sieht das denn aus? Wichtiger Hinweis, wir haben gerade bewiesen, dass wir das Not darstellen können. Das heißt, wir können im Endeffekt jetzt auch Sachen wie die Negation benutzen, müssen dann halt nur das nochmal dann die Negation am Ende auch wieder aufdröseln in den NAND, aber theoretisch dürfen wir jetzt auch Negationen benutzen in dem Ganzen zusätzlich, wenn uns das hilft. Wieder wie eben, ich habe ein oder mehrere NANDs, wo ich was reintun kann oder auch irgendwie was drumherum tun kann. So, gucken wir mal. Der Vorschlag. Nicht A, NAND, nicht B. Das wäre der Vorschlag. Welche Wahrheitstabellen haben wir denn? Machen wir da mal eine Wahrheitstabelle daneben. Wir haben A und B. So, und wir wollen das AND haben. AND würde uns ja nur bei A und B gleich 1 den Wert 1 geben. Keine Ahnung, nennen wir das hier gerade mal Z. Und gucken mal, was dabei rauskommt. Also, wenn A den Wert 0 hat, wird das zu 1. 1 und 1 ergibt 1. Negiert ist 0. Wenn B den Wert 1 hat, dann ist das 0 und 0 negiert, ergibt den Wert 1. Wenn das A, dann wäre A 1 ist, dann ist das A negiert ist 0 und 1 ergibt den Wert 0, negiert ergibt 1. Und beides 1 wäre 0 und 0. Nee, warte. Nee, also 1 negiert ist 0. 1 negiert ist 0. 0 und 0 ist 0 und ergibt den Wert 1. Ich glaube, da sind wir nicht beim AND gelandet. Das passt hier nicht so ganz, aber rein durch Zufall haben wir zumindest das Mysterium des Oders, glaube ich, gelöst gerade. Ja, weil das ist ja genau die Wahrheitsfunktion des Oders. Das heißt, kann das hier einmal nehmen. Runterziehen. Und wir haben zufälligerweise das Oder schon gefunden. So, jetzt muss ich gerade noch mal gucken, was haben wir da noch als Vorschlag? A nennt B nennt A nennt B. Genau, das würde hinhauen. A nennt B. Nennt A nennt B.
Das müsste das sein. Genau, weil im Endeffekt zieht sich das ja dann zusammen, also A nennt B und A nennt B. Ist das Ganze, ja, ist ja nur abhängig im Endeffekt davon, was in einem der Nans ist, weil wir haben das eine Nand und das andere Nand. Das heißt, ein bisschen verkürzt kann ich das Ganze auch schreiben, A nennt B. Und darüber noch eine Negation. Und genau, was ich hier halt quasi gemacht habe, ist ja, dass ich dann das A und B genommen habe. Und vielleicht erinnert ihr euch auch aus der Mathematik an ein paar Stellen, dass ich hier eigentlich eine doppelte Negation nur drüber gefügt habe. Dadurch, dass ich eine doppelte Negation darüber gefügt habe über das A und B, darf ich das Ganze, weil doppelte Negation hebt sich ja gegenseitig auf. Und dann habe ich quasi die innere Negation, also das innere nicht, und damit dieses NAND mit der Hilfe von der Berechnung aus dem NOT dann in zwei NANDs wieder aufgeteilt. Und dadurch habe ich, wenn wir jetzt hier beim AND gucken, habe ich ein NAND, noch ein NAND, voilà, und dann noch durch den großen Negationsstrich und das UND hier habe ich dann drei NANDs. Also das AND würde ich dann durch drei NANDs darstellen können. Und hätte damit bewiesen, dass ich mit einem NAND auch die Grundfunktion aus der Boolschen Algebra des AND darstellen kann. Um da einmal zu zeigen, wie man hinkommt, wenn man jetzt nicht irgendwie nur ausprobiert oder wenn man vielleicht einfach den richtigen Ansatz hat oder genau, also welchen Trick oder Kniff man auch einsetzen kann. Also mit einer doppelten Negation kann man manchmal an die richtige Richtung kommen. Und hier könnte ich jetzt natürlich auch noch eine Wahrheitstabelle machen, aber ich glaube, ich hoffe, das ist eindeutig für euch, dass das auch funktioniert. So, was ist jetzt mit dem Oder passiert? Beim Oder haben wir zufälligerweise schon die richtige Lösung gefunden. Oder zumindest eine Teillösung, weil so ist es natürlich, haben wir noch eine Negation mit ohne Nans. Also da ist im Endeffekt hier noch ein Not drin, ohne dass das in einem Nan steht, aber das kann man ja auflösen. Also A oder B. Das ist ja die Funktion, die wir darstellen wollten. Und auch hier kann ich quasi mit der doppelten Negation. Kein Platz gerade, dann mache ich es hierhin. Kann ich ja die doppelte Negation verwenden. Und in dem Fall ist es halt nicht so, dass ich dann das mit einem NAND darstelle oder wie hier dann eben reinziehe und dann durch zwei NANDs ersetze, weil ich dann nicht den Schritt aus der Negation mache, sondern hier würde ich halt die Umkehrung machen, die ich habe, die Umkehrung von der Verknüpfung. Bekannt vielleicht auch wieder aus der Mathematik schon. Dass ich dann statt A oder B negiert die jeweiligen Teilterme nur nehme, die aber negiert sind, also A negiert und B negiert, und aus dem Oder, dass ich einmal umdreht zu einem Und. Damit habe ich dann die Form, wie ich sie hier habe, wie wir sie eben gefunden haben. Und ja, das A negiert und B negiert, da können wir wieder das hier oben einsetzen, in dem, was wir von dem Not haben. Und wir würden quasi einmal A nennt A nehmen. Auf der einen Seite B negiert würde zu B nennt B werden. Und ich behalte natürlich das Und zwischen den beiden Termen und den großen Bruchstrich darüber und auch hier, voilà, den großen Negationsstrich darüber. Und auch hier würde ich dann drei Nans brauchen. Nur während ich beim AND in die kleineren Nans quasi jeweils A und B zusammen reinbringe, würde ich das hier machen, dass ich in das eine kleine NAND A zweimal reinbringe und in das andere kleine AND B zweimal, kleine NAND B zweimal. Okay, das ist so quasi das, wo es so ein bisschen hingehen soll, wenn ich die Aufgabe richtig verstanden habe, dass ihr eben gucken sollt, ob ihr mit einer gegebenen Funktion, also zum Beispiel mit dem NOR, das so finden könnt, dass dort damit ein NOT, ein AND und ein OR abgebildet werden kann.
Müssen gucken, ob das in der gleichen Reihenfolge geht, wie wir es jetzt gemacht haben. Ne? Vielleicht müsst ihr die Reihenfolgen tauschen, weil es vielleicht einfacher ist, keine Ahnung, erstmal ein Or statt ein And zu machen oder so. Oder ob es halt gar nicht geht. Und das sollt ihr halt einmal in A mit NOR machen und in B mit XNOR. Genau. Ja. Ich hoffe, ja, hat doch ein bisschen länger dann wieder gedauert, aber ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Nächste Woche dann wieder ganz regulär auf den Donnerstag. Danke, dass das heute nochmal geklappt hat oder die, die dann heute auch dabei waren. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch, wenn keine Fragen mehr sind, viel Erfolg beim Aufgabenblatt. Bis nächste Woche oder wann anders.